Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Wir sind hier gerade auf einem Schiff namens. Hör ich da zurück? Wir kamen doch gerade von. Wir sind gerade aus dieser Tür rausgekommen. Warum können wir jetzt nicht mehr da rein? Und ja, keine Ahnung. Wir sind hier gerade auf der Shinra 8, eine Fähre von. Ne, ja, Shinra, ne? Und. Wir haben unser Abenteuer auf Junon abgeschlossen, sind gerade in Kapitel 5 gelandet. Wir haben an der Parade von für Präsident Shinra, Direktor Shinra, was auch immer, ich nenne ihn immer noch Präsidenten. Mein Präsident, El Presidente. Ich nenne ihn den Präsidenten und ja. Wir haben uns mit dem unterhalten, der hat uns angeboten, dass wir für ihn arbeiten können und sehr viel raus erledigen können. Aber dann hat Yuffie alles vermasselt und hätte ihn beide umgebracht, was ja gut und schlecht ist, ne? Gut, weil halt, ja, dann hätten wir ihn beide erledigt und schlecht, weil halt, ja, der eigentlich ein gutes Angebot gehabt hatte. Aber ja, Barrett hatte auch gesagt, nee, eigentlich will ich gar nicht mit dem zusammenarbeiten, also hat ja doch alles irgendwie so geklappt, ne? Und ja. Ja, wir sind jetzt hier auf, wir haben uns hier an Bord geschlichen, wir haben uns von unseren Leuten, unseren Truppen hier verabschiedet, mit denen wir einen emotionalen Abschied hatten. Aber es musste halt passieren, es lag an mir und nicht an ihnen. Und jetzt sind wir hier und wir haben einige bekannte Gesichter gesehen. Wir sind auf dem Weg nach Costa del Sol. Und ja, wir müssen hier nämlich mal unauffällig durch die Gegend rennen, ne? Und wir sollen nicht auffallen, nehme ich an. Und hier gibt es ein Kartenspiel, hier gibt es ein Blut der Königin Turnier, also hat Kartenspiel. Zählt halt als Kartenspiel, ja, ne? Ist ja mehr so Karten platzieren, was auch immer. Und ja, ich schaue mich erstmal hier um, ne? What? Alter. Was ist dahinter los? Schwarzkunden sind eingeschossen. Ach, da ist Yuffie. Ja, da ist Yuffie. Ich versuche ja Schaden. Ja, tut mir leid. So, die Pirate ist ein bisschen anders abgelaufen in diesem Spiel als in. Da kann ich auch nicht rein. Oh, die ziehen sich auch. Entschuldigung. Also ja, die Pirate ist ganz schön anders abgelaufen in diesem Spiel wie im Original. Es gab dieses Posen-Minispiel, wo man halt. Das lief jetzt hier nicht so im Rhythmus ab, das lief mehr so ab, so im Sinne von, du musst halt. Wow, keine Reflexion, ehrlich. Das lief halt so im Sinne von irgendjemand hat immer gesagt, so hört, dreh dich um nach links, rechts, dann muss man sich halt nach links und nach rechts umdrehen und so, ne? Und ja, habe so ein kleines Minispiel und da musste man eigenhändig marschieren, also man musste sich irgendwie in die Parade eingliedern, die war schon am Laufen, man war halt irgendwie hier mit mit so ein paar NPCs unterwegs und man kam zu spät zur Parade und man sollte sich der Parade anschließen und die sind dann alle so marschiert, so alle der Straße entlang und man stand sozusagen irgendwo so hier am Rand der Stadt und man sollte, während die an einem vorbei marschiert sind, irgendwie sich von hinten so eingliedern und dann mit denen marschieren und sich mit denen bewegen und dann gleichzeitig irgendwie so Posen machen und so, damit die Einschaltquoten nach oben gehen. Das wurde alles schrecklich erklärt und sehr, das war sehr kompliziert und war schrecklich schrecklich erklärt im Original. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, wenn ich mal Let's Plays oder so gesehen habe, ich habe noch nie gesehen, wie jemand das irgendwie perfekt gemacht hat, außer jemand wusste schon davon und halt, ja, es war halt sehr komisch, sehr viel komplizierter im Original ohne so ein Rhythmus Minispiel und alles was, ne? Und ja, dann hat man sich irgendwie, dann stand man stand mehr oder weniger vor Rufus Shinra, so in Verkleidung,
Und aber der hat einen nicht bemerkt und man hat nicht mit dem geredet, man hat sich nicht mit dem getroffen, gar nichts. So eine Ehrenverleihung gab es auch nicht. Also es ging alles relativ schneller vonstatten im Original, so wie immer, ne? Und ja, Yuffie hat nichts da gemacht in dem Spiel, weil sie halt ein optionaler Charakter war. Also ja, sie hatte nicht viel Story Relevanz in der Hauptstory von Final Fantasy 7. Also sie hatte irgendwie kein Attentat gemacht und so, weil man hätte sie auch theoretisch ja zu dem Zeitpunkt verpassen können, ne? Weil sie ist ja optional zu dem Zeitpunkt. Wenn man nicht in den Wald gegangen ist und sie für die Truppe rekrutiert hat, dann wäre sie ja gar nicht in der Truppe gewesen. Deswegen ja, ihre Rolle hier mit dem Attentat auf Rufus hier gab es auch nicht im Original. Diese beiden Kommandanten hier, diese Frau in der roten Uniform und der Typ in der blauen Uniform, waren auch relativ namenlose Charaktere. Da waren einfach nur so 0815 Shinra-Soldaten und Kommandanten in den Uniformen, die man tausendmal sieht im Spiel. Und ja. Also ja, es lief sehr, 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 sehr viel schneller ab im Original, also wie alles andere auch. Irgendwann ist da zum Interagieren. Hier geht es zu den Kabinen der ersten Klasse. Zutritt haben nur Passagiere mit entsprechender. Und ja, ich glaube, diese Schwarzkutten, die sind auch gar nicht rumgelaufen. Und zu diesem Zeitpunkt im Original wusste Rufus gar nicht, dass wir irgendwie hier waren oder dass... Ja gut, dann mache ich das eben. Und ja, Rufus wusste überhaupt nicht, dass wir hier auf diesem Schiff drauf sind. Also Rufus war sich gar nicht bewusst, dass wir überhaupt hier sind oder dass wir uns verkleidet hatten oder irgendwie sowas. Ne? Shinra ist überhaupt nicht bewusst gewesen im Original, dass Cloud und die anderen überhaupt hier auf dem Schiff sind zu dem Zeitpunkt. Oder hat die ihr durch Junon und so gereist sind oder also was, ne? Was hier natürlich ein bisschen anders ist, weil hier weiß Rufus, ja, wir sind hier, wir haben uns verkleidet und wir sind immer noch aktiv hier auf der Flucht und so was alles, ne? Also ja. Gab es natürlich einige sehr große Veränderungen hier. Bin ich voll geheilt? Ja, ne? Ich nehme an, die haben mich geheilt, weil neues Kapitel und so, ne? So, Phoenix wieder an. Neue Materia. Barbana im Reif. Was sollte ich kaufen? Einen, weil ich keinen habe. 800. Wenn er eher. Ich weiß ja nicht, ob man den irgendwann. Ich weiß ja nicht, ob man den irgendwann braucht, so um. Lass mich mal hier gucken. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas kaufen kann für 5 Dinger, ne? Obwohl. Ne? Ne. Oh, 10. Mal wieder eine Waffe hochleveln. Apropos Waffe, geben wir mal ihnen hier die Magieklinge. Obwohl, nee, ich warte. Ich weiß ja noch, was hier noch so auf ein Schiff kommt. Weiß nicht, wie sehr sich das hier verändert, aber hier kommt eigentlich noch ein Bosskampf auf diesem Schiff. Deswegen will ich vielleicht auch einen Ball. Oh. Deswegen will ich vielleicht noch eine gute Waffe ausgerüstet haben, ne? Die Rundenklinge, die können wir hochleveln, wenn wir irgendwie wieder hier auf der Weltkarte sind und hier uns amüsieren können und erkunden und was weiß ich nicht alles, ne? So. Genau, das will ich. Ach ja, Kiri wollte auch hier hin, ne? Aber die hat das Schiff verpasst. Da sind die Mädels wieder angezogen. Ah, das ist, falls man das nie angefangen hat, oder? Ja. So, kennen wir dich? Du spielst doch mit, oder? Schon möglich. Vielleicht sehen wir uns ja. Kennen wir sie? Das kommt mir gar nicht bekannt vor. Wir haben sie ja auch letztens gesehen. Madame M läuft hier rum, ne? Also. Du willst auch teilnehmen? Ja. Eure Spiele haben mich schon immer interessiert. Also, ich melde mich mal an. Ich bin wirklich untröstlich. Aber Tiere sind zur Teilnahme am Turnier leider nicht zugelassen. Wie bitte?
Du bist ganz gut in diesem Spiel, oder? Ja, schon. Aber auch gut genug für mich? Auch sollen wir alle da teilnehmen? Finden wir es raus. Ich will sofort mit einem Vorgesetzten sprechen. Bin ganz schön aufgeregt, ob ich das Turnier wohl gewinnen kann? Vielleicht mit etwas mehr Übung. Jetzt sei doch nicht so. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Hat sich die Wagger angemeldet. Sieht aus, als wäre ich dran. Bin gleich wieder da. Ach, die stehen ja alle Schlange gerade. Eine Sekunde. Ihr habt mir euren Vorgesetzten. Ich werde ihn fressen. Ich finde es geil. Red hatte übrigens auch nicht so viele Dialoge im Original. Er war ein etwas stillerer Begleiter. Ich meine, der redet ja auch nicht so viel in dem Spiel, weil halt, ja, weil er halt nicht so viel redet, ne? Also, ich will euren Vorgesetzten. Materia! Was haben wir hier? Ho, ho, ho. Gestärkte. Oh, das ist Protest. Ich glaube, das möchte ich mal jemanden geben. Warte mal, ich habe ja Cloud hier letztens provozieren gegeben. Da können wir wieder rausnehmen. So, was habe ich hier rausgenommen? Feintechnik, ne? Feintechnik benutze ich eigentlich auch nicht so viel. Aber Feintechnik gibt mir ja diese ganzen Bonus hier. TP plus 5%, MP plus 5%. Barriere wäre natürlich nicht schlecht, weil Barriere... Da braucht man nicht gute Magie sein, ne? Da muss man einfach nur... Da muss man einfach nur hier, ja... MP haben, ne? Weil das ist einfach, das packt einfach nur eine Barriere um einen rum und ja... Dann hat man höhere Verteidigung, ne? Man auch hier hin... Kann irgendjemand hier... Weißt du was? Ihn könnte man halt geben. Dann könnte er Protes auf sich oder jemanden machen. Ich weiß eigentlich nicht, ob mir halt gefällt, hier Automagie mit Angriffsmagie zu kombinieren. Ich glaube nicht, ne? Dann verschwindet er die ganze Zeit. Ich will eigentlich nur Magie einsetzen, wenn ich auch wirklich Magie einsetzen will. So, dann packen wir mal. Dann gehen wir mal ihm Protes, ne? Ich meine, das heißt ja Protest, ne? Ich habe den Begriff, habe ich gehört schon mal hier im Spiel. Wo ist das? Gestärkte Abwehr hieß das, ne? Protest, Valum. Heißt aber nicht mehr Shell. Zustandsresistenz. Ja. Okay. Das kann eigentlich nicht schaden, dazu haben, finde ich. Na, ich bin immer noch alleine in der Gruppe anscheinend. Also ja, keine Ahnung, Red hat halt nicht so viel geredet im Original, ne? Der hat sich mal hin und wieder mal hier so zu Wort gemeldet, ne? Aber der war eigentlich mehr so sehr stille Beobachter so in der Story, ne? Hin und wieder hat er mal was gesagt, wenn es wichtig war, aber ansonsten hat er jetzt auch nicht viel, und hier tut er auch nicht viel reden, aber der ist ja viel witziger dargestellt, finde ich. Also, sehr viel mehr Persönlichkeit. Den haben sie ja so ein bisschen so als so eine kleine Lachlummer irgendwie so abgestempelt. Ich weiß nicht, wie mir das so gefällt. Jetzt nicht so eine richtige Lachlummer, aber sie haben den irgendwie so. Die haben irgendwie so die Tatsache ausgenutzt, dass er halt hier ja ein sprechender Hund ist, sag ich mal, so ein sprechender Löwe. Und ja. Da ist halt sehr viel Potenzial, irgendwie so ein bisschen, weiß ich, so einige witzigere Sachen hier so zu erzählen, habe ich so ein Gefühl. Also witzige Momente hier einzuführen. Was hat denn hier? Yoga. Was? Was war das gerade? Cloud? Ach, das ist das. Schlängeln wir uns wie ein Tentakel über den Strand.
Ah. Muss ja schon die Übungen machen, die die alle ja machen, ne? Mehr Lady. Ausgezeichnet. Nein, ich wollte eigentlich keine mehr. Und schwimmen. Wow. Ausgezeichnet. Oh, Entschuldigung. Spaß das Kind so über Bord. Oh, Entschuldigung. Okay. Also keine Ahnung, die haben irgendwie Red nicht als Nachtnummer hier abgestempelt, aber die haben halt ein bisschen Potenzial daraus geschöpft, dass er halt entsprechender Löwe ist, eine Löwe-Katzen-Kreatur, ne? Dann passen halt, da kommen halt viele. Da ist halt sehr viel Potenzial für witzige Momente, finde ich. Ah, gucken. So, hey. Jo, ich bin. Ja, genau. Geht weg von diesen Bienen. Ihr seid noch nicht alt genug für sowas. Na, guck mal, die haben schon voll die Dings mal. So, bald. Muss ich mit all meinen Charakteren hier spielen? Ich hoffe, das läuft nicht so ab wie in Final Fantasy 10-2 mit dem Sphero-Brett-Turnier, wo man verlieren kann und dann Kostüm-Sphäroiden verpassen kann. Was richtig mies ist. Der Schalter ist frei. Dann mal los. Da gab es auch irgendwie so ein Turnier, da man teilnehmen konnte, dieses Minispiel von Final Fantasy 10-2. Und wenn man halt verloren hat, dann hat man halt nicht ein der Jobklasse bekommen, weil das ziemlich frustrierend war. Nicht gleich gesagt, dass das Turnier nur für Menschen ist. Unerhört. Einige dieser Szenen machen sogar ein bisschen Kontext, machen sogar ein bisschen Sinn, wenn man etwas mehr Kontext über Red noch erfährt. Das werden wir höchstwahrscheinlich sogar noch in diesem Spiel erfahren. Aber ja. Guck mal. Ja, bitte. Kann ich auch nein sagen? Natürlich will ich teilnehmen. Wären Sie dann so gut, mir Ihren Namen zu verraten? Cloud Strife. Oh, Herr Strife, wunderbar. Ich habe hier nämlich eine Nachricht für Sie. Für mich? Ja, dürfte ich sie Ihnen vorlesen? Es freut mich, dass du deine Reise mit Blut der Königin zu genießen scheinst, Cloud Strife. Weiter so, mein Freund. Gib dich ganz in Blutrausch. Mein Freund. Zeichnet ein freundliches Phantom. Junge, Junge. Eine leidenschaftliche Nachricht, nicht wahr? Ist das ein Fan von ihm? Nein, ein Freund. Angemeldet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Irgendwann treffe ich den und der sagt einfach nur mein Freund. Und dann platzt einfach den sein Kopf. Mein Freund. Ohne mich? Hätte ich ablehnen können? Musste ich ablehnen? Die begehrte Siegertrophäe zu sichern. Als ihr Kapitän lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, sie durch das spannende Geschehen zu begleiten. Und nun viel Spaß. Da muss ich gegen all meine Partymitglieder hier spielen. Du hast dich für das Blut der Königin Turnier angemeldet. Behaupte dich in 5 Runden gegen deine Kontrahenten, um als Sieger vorzugehen. Gewinnst du eine Partie, steigst du in der nächsten Runde auf. Verlierst du hingegen, kannst du noch einmal gegen denselben oder gegen einen anderen Gegner antreten. An der Rezeption links kannst du Karten kaufen. An den Rezeptionen rechts kannst du dich vom Turnier zurückziehen. Die Regeln für Blut der Königin findest du im Hauptmenü unter Kartendecks. Ich nehme an, das ist einfach nur so dafür, falls man sich mit diesem Spiel nicht hier ausgesetzt hat, ne? Man kann Karten kaufen. Hier kann man Karten kaufen. Ich nehme an, dieses Turnier ist einfach nur so dafür da, so wo man mitmachen kann, wenn man das Spiel mag. Wenn man das Spiel nicht mag, dann kann man das einfach skippen. Ne?
Ja, Blut der Königin ist ja, glaube ich, optional, ne? Das heißt... Chatley. Aerith. Nein, Barrett hat gegen Chatley verloren. Barrett. Auch tiefer. Schnell spielen hier alle. Wunder, die verlieren. So, Madame M. Also ich spiele gegen den hier, ich glaube, das ist der Besitzer von der von den Honigbienen, ne? Diesen Erwachsenenclub. Wegen dieser Kriegsgerüchte. Muss gar nicht, ob der was ist. Ich bin ja mal gespannt, wie sich der neue Direktor verhält. So, ich suche einige Spieler. Du bist ein Spieler. Sehr ja, gerade hier sind du alle. Irgendwo da draußen ist jemand. Aber ich will Yuffie sehen. Yuffie war irgendwie im Frachtraum im Original, wenn man sie rekrutiert hatte. Und sie saß dann die ganze Zeit da. Ist das ein Roboter? Was ist hier los? Ja, bitte. Oh, er spielt gegen Tifa. Cool. Anscheinend hat Tifa gewonnen, ne? So, aber bevor wir anfangen, noch eine kleine Übung, ne? Ja. So. Oh, das ist das Kristallthema. Das Final Fantasy Thema. Ja, ich möchte gegen diesen Roboter hier spielen, hallo? Ich soll gegen einen Roboter antreten. Das ist korrekt. Meine Modellbezeichnung lautet Weiss 3.0. Deine Duellstärke weist einen überdurchschnittlich hohen Wert auf. Meine was? Aber warte mal, die sind alle Level 1. Also die sind nicht so gut. Ich habe schon gegen Level 3 oder 4er gespielt. Ne? Oh, perfekt. Setz dich hin. gegen Weiss spielen, ja natürlich. So, schaut mir zu. Schaut zu, wie ich das mache. Keine Preise. Blah. Na gut. Aber man kann ja immer wieder. Ich nehme an, man muss hier alle gewinnen, ne? In Final Fantasy 10.2 gab es halt so ein Turnier, das man spielen konnte. Und da muss man auch. Keine Musik. Doch, jetzt kommt Musik. Und die Sache war dann halt, wenn du das Spiel geschafft hast, dann. Wenn du das Turnier, ich muss ihn als erstes spielen. Wenn du das Turnier geschafft hattest, ne? Oh, warte mal, ich weiß, was ich mache. Ne, obwohl, ja, ich habe ja herausgefunden, in der Mitte ist nicht so gut, ne? Aber noch, mach mal. Ton. Also es gab so ein Minispiel-Turnier, das man spielen konnte, und wenn man das gewonnen hat, man musste auch irgendwie eine bestimmte Anzahl von Matches gewinnen, und wenn man das geschafft hat, dann winkte ein besonderer Spheroid, und Spheroiden in dem Spiel sind halt hier so bestimmte Kostüme, und Kostüme sind in dem Spiel Jobklassen, und kriege ich ihn noch, ja, ne? Und wenn man das nicht geschafft hat, was übrigens optional war, dann hat man diesen Job, diese Jobklasse verpasst. Und ja. Was ein bisschen schlecht ist, ne? Jobklasse ist nämlich ein Big Deal in dem Spiel, ne? Weil das halt verschiedene Rollen in dem Spiel sind, ne? Verschiedene Rollen, die man halt hier bekommen kann. So. Ich glaube, ich will die Mitte erstmal hier securen, ne? Und da habe ich hier hin.
Was bedeutet das, wenn das rot ist? Wird das da nicht gesenkt oder wird der gestärkt? Ich glaube, da mache ich dann das lieber. Machen wir halt so. Ja, jetzt geht er natürlich hier in die Mitte hin, sagt das. So, wo gehe ich hin? Ich muss jetzt irgendwie durchkommen, leider. So, jetzt kann er aber dann gleich hier ein platzieren und dann plus 3, kriegt er plus 3, will ich aber nicht. Na, was mache ich hier? Ich verstehe nicht, wie man hier diese Dinger hier kriegen soll immer. So. Ich glaube, der macht mich sogar fertig hier, wenn ich nicht aufpasse. So. Ja, kommt natürlich raus, wo der jetzt hier gleich platziert, ne? Ich will jetzt den sein Ding da nicht stärken. Ah. Ich habe dämliche Karten gerade, ey. So, will ich da? Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, da verliere ich hier. Ich glaube, ich verliere das hier. Machen wir das so. So, wer du platzierst ihn da oben hin. Ja, ich glaube, ich habe verloren. Sehr gut. So kann es weitergehen. Mal schauen. So, da unten den kriege ich auf jeden Fall. So, okay, mal gucken, was jetzt passiert, ne? Oh, verdammt. Warte mal, in der Mitte kann er keinen mehr. So, solange der jetzt unten nicht 8 Punkte kriegt, habe ich gewonnen. So, der kein, solange der niemanden gebufft oder so. Naja, ich glaube, ich habe gewonnen. Das könnte funktionieren. Ich glaube, ich habe gewonnen. Oben hat der mehr Punkte, aber solange der unten nicht mehr als 8 Punkte bekommt, gewinne ich. Oh Mann. Der kriegt neben dem 8 Punkte da unten. Neben Leben. Ja, 2. Oh Gott, wenn er jetzt noch 3 Dinger da einpackt, aber da sind nur 2. Komm. Das gibt's jetzt nicht. Dieser Sackgesicht. Hey. Boah. Oh, ich hatte aber auch echt blöde Karten, habe ich so ein Gefühl. Der musste natürlich, oh, ich wusste gar nicht, ob man da überspringen kann. Er hatte natürlich wieder hier. Na, Shiva, mach mal weg. Der hier ist, glaube ich, nicht schlecht. Aber hier. Gut, dann mal los. So, wo mache ich als erstes? Mal hier. Meine Strategie hier, die Mitte hier zu dominieren, funktioniert nicht mehr. Guck mal hier. So, genau oben hin. Oben. Du Idiot. Ist ein bisschen verschwenderisch, aber. Na, boom. Der Sieg ist mir sicher. Brillant. Man kann vor Klaus Scharfsinn nur den Hut ziehen. Jetzt geht er da unten hin. Weiß lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. So, einer. Ich habe gar keinen einer. Nein. Nein, ich kann hier nichts platzieren. Tu mal mit Gasolom da einpacken. So, diesmal kriegst du mich nicht. Gibt's aber nicht, ey. Ich hier ein Kartenspiel verliere. So. Machen wir das. So. Oder so. So. Der Sieg ist mir sicher. Ja, ich krieg dich.
Zeit, die Partie eisern im Griff zu haben. Soll ich das so machen? Ja, ne. Obwohl. Mit da noch. Ne, kriege ich nicht mehr, ne? Obwohl, ja. Ich halte mich nicht zurück. Kannst du da niemanden platzieren? So. Sogar dein eigenes Ding kaputt gehauen. Das sicher noch drehen. Ja, ich will das dann in der Mitte haben. Geht aber nicht, ne? Da ich mach das hier. Und wenn die alle hier noch platziert, ne? Ja, mach mal halt so. Boom. Ha, 6, 10, 9. Voll zerstört diesmal. Das könnte funktionieren. Ich gewinne. Ah, guck mal, wie viele Punkte. 25. Sieg. Siegzähler zurückgesetzt. Duellstärke des Gegners Cloud als fundamental überlegen. Wer tut immer hier so diesen Regenständer dahin stehen? Was hier, Leute? Ach, ich muss den anderen auch noch erledigen. Ja, hau raus. Mit der ersten Partie. Gina macht ihrem Ruf alle Ehre und triumphiert. Sie ist wahrlich eine Meisterin ihres Fachs. Und nun zur zweiten Partie. Chatley holt sich den Sieg. Chatley hat gegen Bad gewonnen. Nein. Weiter zur dritten Partie. Anja hat seinen Gegner galant an die Wand gespielt. In der B-Note bekommt er damit höchst. Ah, Yuffie kann gar nicht hier teilnehmen an diesem Kartenspiel. Ah, geh mal weg, Leute, ich will gegen den hier. Und so läuft es in der vierten Partie. Harris lächelt siegesicher und das durchaus zu Recht. Tifa ist mit allen Wassern gewaschen. Wo ist denn mein nächster Gegner? Muss ich jetzt warten, bis der hier alle. Ich muss ja warten, bis er fertig ist. Aber dann kann ich ja gegen gar keinen spielen. Sagen Sie nicht, Sie wollen aussteigen. Nein. Ja, aussteigen? Nein. Ich drücke Ihnen die Daumen. Weiterhin viel Glück. So, jetzt mache ich mal Ihren Spieler, ne? Warum will ich schon wieder gegen Chatley spielen? Ich würde gerne gegen dich spielen, Kollege. Muss denn ja noch ein Gegner? Nirgendwo. Luxus Deck. Das Ergebnis der ersten Runde ohne mich. Ist das eine optionale Nebenstory? Melde dich am Schalter, wenn du das Turnier abbrechen musst. Nein. Ach, ich soll zum Schalter gehen und das. Okay. Na gut. Die erste Runde haben Sie ja mit Bravour gemeistert, Herr Strife. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Auch für die zweite Runde. Toi, toi, toi. Definitiv vermasselt. Da, wer spielt gegen wen? Ja. Barrett? Ich kann mir nur einen von zwei auswählen. Oh, Barrett. Ich nehme mal einen Tifa oder Aeris, ne? Aeris. Ich will am liebsten gegen alle spielen. Oh, ich will am liebsten gegen alle hier spielen. Komm. Also warte, ich glaube, ich spiele gegen Barrett. Vielleicht kriege ich ja etwas Freundschaftserfahrungspunkte oder so. Ich glaube, Barrett ist noch, hat noch nicht so grüne Smileys, ne? Tut mir echt leid, Cloud, aber an mir wirst du dir 100% die Zähne ausbeißen. Ja, klar, träum weiter. Ja, klar, träum weiter. Dich verspeise ich doch zum Frühstück.
Salz und Pfeffer stehen schon bereit. Ja, ich will mal mit den anderen noch reden. Ich will mal mit den Mädels reden, was die sozusagen haben. Aber ich werde definitiv gegen Barrett spielen. Könnt ihr euch darauf mal einstellen? Lust auf eine blutige Nase? Machst du Witze? Sehe ich etwa so aus? Alles klar. Dann brauche ich mich ja nicht zurückhalten. Das will ich doch schwer hoffen. Na dann, los geht's. Alles klar. Er ist ja gegen ein, ich glaube, Tifa ist irgendwie die stärkste von denen, ne? Weil sie als einzige hier gewonnen hat bisher, wenn ich mich irre, ne? Gegner bist also du. Pech gehabt, was? Meinst du? Ich bin nämlich bestens vorbereitet. Du auch? Ah, finden wir es raus. Also gut, Überflieger. Zeig mir, was du kannst. Nein. Nee, ich will gegen Barrett spielen. Zwei Bros, die einfach nur miteinander Karten spielen. Außerdem stelle ich mir sehr witzig vor, den seine Dialoge während des Spiels. Aus Bad, du und ich. Da kommt keine, da kommt keine Cutscene mehr. Wie Cloud so gesagt hat. Ja klar, träum weiter. War voll witzig. Okay, gegen Barrett spielen. Dann komm her. Du nicht. Keine Preise. Schade. Ich dachte, wenn man. Wäre cool gewesen, wenn man irgendwie. Keine Ahnung, die Barrett-Karte oder so bekommen würde, wenn man gegen ihn gespielt hätte oder so, ne? So. Dann mal los. Gut. Dann mal los. Okay, Cloud. Kann ich irgendwie das so machen, dass ich dann da unten hinkomme? Oder gibt es plus 3 Punkte dann? Also gut, zieh dich warm an. So. Okay, er geht gar nicht dahin. Das will ich nicht machen. Ich will... Oh. Was so? Holen wir uns die plus 3. Aber der geht gar nicht nach vorne. Perfekt. Oh, ich kann das Ding ja voll hochbuffen, dann kriege ich voll viele Punkte. Ne? Ich glaube, ein gutes Deck irgendwie. Okay, ich pirsch mich langsam nach hoch. Ich halte mich nicht zurück. Ich baue meine vorderen Dinger auch, ne? Und wenn du dann irgendwie frech wirst, wie da zum Beispiel. Druck machen, dass dir Hören und Sehen vergeht. Also schnall dich schön an. So, genau, das habe ich erwartet, dass du jetzt hier kommst und versuchst mich hier zu blocken. Dann komme ich einfach und ja, ruinier dir den Tag. So, jetzt der hat 4 Punkte da oben schon. Okay, jetzt geht das. Schlappe, an die du dich noch lange erinnern wirst. Ich gebe mich nicht geschlagen. So, minus 2, ja, ich kann nicht blockieren. Boah. Oh, ich habe die kaputt gemacht. Ausgezeichnet. Weiß nicht, ob das gut ist, weil er kann jetzt einfach wieder eine neue platzieren. Verdammt jetzt. Da war ich gesagt nicht so gut, glaube ich. Nein, nein, jetzt kommen wir. Oh nein, jetzt komme ich ja gleich nicht. Nein, Bert. Jetzt platziert der gleich einen dahin und ich bin weg. Ah, super. Wird er da unten genug Dinger noch bekommen? Den in der Mitte könnte ich gewinnen, so. Verdammt! Ja, da oben habe ich einen Gleichstand, aber der wird gleich hier irgendwo platzieren. Dann kann ich da keinen platzieren. Verdammt! Ah!
Ich halte mich nicht zurück. Ich habe verloren, glaube ich. Oh Mann. So, oben wird er mich noch zurückgeschlagen, aber sowas von. Ich werde Druck machen, dass dir Hören und Sehen vergeht. Also schnall dich schön an. Okay, sieben hat er da oben. Komm schon. Das wird eine Schlappe, an die du dich noch. Da kann ich mal platzieren. Er kann nichts mehr platzieren. Barrett, was machst du da? Drück deinem Papa die Daumen. Barrett, du hast dich selbst vermasselt. Was machst du denn da? Er hat noch gewinnen können, habe ich so ein Gefühl. Boah. Was? Oh, Welt. Ja. Die Schiffer sollen sich bloß nicht einschiffen. Oh, am liebsten will ich jetzt noch gegen die anderen spielen. Aber geht nicht mehr, ne? So, hat Tifa schon wieder gewonnen? Jawohl. Was ist mit Aris? Ich nehme an, Aris hat auch gewonnen. So, wer hat noch hier alles gespielt? Chatley, ja, ich muss sowas von gegen Chatley wieder spielen oder gegen Hirsi. Ja, Jolene Kujo. Ich sehe Anjan hier. Ist das ein Charakter, den wir im ersten Teil getroffen haben? Sie kommen mir nicht bekannt vor. Sie sieht wichtig aus. Also ist wahrscheinlich wieder ein Charakter, den wir voll oft treffen werden. Ja, Chatley hat natürlich gewonnen, ne? So. Und haben wir hat gar nicht mehr gespielt. So, er hat gegen wer auch immer das ist. Das Blut der Königin ist das Beste, was mir passieren konnte. Alles klar, cool. ja, ich habe wieder hier jemanden den Hintern versohlt. Die zweite Runde konnte sich ebenfalls sehen lassen, Herr Strife. Gut gemacht. Was hast du denn da für ein Tattoo im Gesicht? Nach Runde 3 mit einem Sieg in der Tasche wieder zurück. Was zum? Warum, also, hattest du schon immer so ein Tattoo im Gesicht? So, wer ist mein Gegner? Vielleicht muss ich dann ja auch spielen. Was ist denn hier noch übrig? Über mir, ne? Wer ist hier oben? Hey, der Typ von der Honigbiene, okay. Wer noch? Wusch. Oder Madame M. Ja. Ich bin Madame M. So trifft man sich wieder. Du wirst mich und meine Gefühle fallen. Du hast meine Hand massiert. Dabei habe ich wirklich alles gegeben, als ich dich bei der Massage rangenommen habe. Wohl kaum. Wie könnte ich? Das war eine prägende Erfahrung. Aber darum geht es ja gar nicht. Eine Kreuzfahrt. Leider nicht aus beruflichen Gründen. In Midgar sind nämlich die Geschäfte eingebrochen. Deshalb will ich in Costa nach potenziellen Geldgebern suchen. Verstehe. Die hatten voll die Langzeitplanung mit diesen ganzen NPCs aus dem ersten Teil. Warum lassen wir nicht endlich unsere Hände sprechen? Oh, nein, ich will noch mal mit den anderen Kollegen reden. Ich würde mal wetten, dass wir gegen hier diese eine hier, die wir gerade getroffen haben, spielen oder gegen Chatley schon wieder, ne? Ich hab keinen Bock, schon wieder gegen Chatley zu spielen. Ich sag, wir spielen dauernd gegen den irgendwie. Nicht wahr? Ja. Keine Angst. Ich bin nicht für ein Tänzchen hier. Zumindest keins mit den Füßen. Ach so. Es sei denn, du verlierst. Er ist Anjan, okay.
Ich will gegen Mann am Ende spielen. Warum nicht? Wegen persönlichen Gründen. Ja. Okay, dann machen wir mal. Warum nicht, ne? So, keine Preise, nein. So, komm her. Ist das schon wieder für eine Starthand? So, perfekt. Also ich weiß nicht, ob der Perfekt weiß was. Der Start hat vorhin war ziemlich gut. Mit dem Kaktor. So, sie geht in der Mitte. Das habe ich auch früher mal gemacht. Ob das hier so will ich noch weiter nach vorne pirschen, dann gehe ich hier hin. Ich will ihn ja, glaube ich, platzieren, ne? Aber so 3 Punkte, ne? So, wo gehst du hin? Gehst du in der Mitte? Du gehst in die Mitte. Genau deswegen habe ich mir den Soldaten aufbewahrt. Boom. Oh, kann ich gleich wieder, aber bitte platziere jemanden da oben in, verdammt. So, wenn du da jemanden hoch platzierst, ne, die Person wird so weit vom weg sein. Ich glaube, mehr als hier können wir, glaube ich, nicht mehr hin, ne? Deswegen gehen wir hier hin. So, egal ob oben oder unten, ich komme jetzt da irgendwo hin. Jetzt kommt es drauf an. So, warte. Jetzt komme ich hier hin und mach dich plus 2. Ich mach dich mal kaputt da oben, ne? Minus 1. Minus 1 nur. Und dann kann der da oben wieder einen platzieren. Ich habe da 3 Punkte. Ich würde da gerne meinen Midgar Solom platzieren. Oh, 9 Punkte. Warte mal, sind da mehr? Nee. Ich kann da noch einen platzieren. Ich kann da noch ein Dings platzieren. Na, warte, ich schaff das hier. Ja, okay, ist gut. Boom. Ich hab dich fest in der Hand. Ja, okay. Leute. Ich knete dich so richtig durch. Kannst du mal aufhören damit? Das sicher noch drehen. So, jetzt alles, was ich machen muss, ist jetzt. Ja, das ist wenig, aber hier ist einer mehr. Ha, 11 Punkte. Wow. Ich glaube, ich habe gewonnen. Ja, sie kann ja nichts so platzieren. Boom, gewonnen. Zack, gewonnen. Warte mal, ich mache mal wieder für dich Platz. Hey, guck mal hier. Wow. Ich glaube, ich habe mein Deck so langsam raus. Alter, ich glaube, ich habe mein Deck so richtig gut gemeistert. Wow, Sieg auf der ersten Linie. Also gut, du hast gewonnen, Cloud. Ich muss schon sagen, du verstehst es. Ja, okay, können wir aufhören mit diesen Hand. So, warnen. Barrett, Elvis und Co. Sind die schon alle rausgeflogen? So, ich nehme mal, Barrett ist schon rausgeflogen, ne? Ich glaube, Elvis hat gewonnen, ne? Shelly hat natürlich gewonnen. Aber wer, ich muss gegen Chadley schon wieder spielen. Tifa hat verloren. Oh, sie hat gegen sie. Ja, ich habe gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen der dritten Runde, Herr Strife. Für die vierte Runde drücke ich Ihnen ebenfalls die Daumen. Der hat auch so Pins von mir, was? Der hat auch so Pins von mir an seine Jacke. Oh. Ich habe nur eine Person zum Spielen. Okay. Warte mal, Halbfinale. Eris und die beiden haben noch nicht.
Gegen wen spiele ich? Oh Gott, Chatley. Cloud, wärst du so gut gegen mich anzutreten? Du spielst auch mit? Ja. Ich hatte von dem Roboter gehört, der am Turnier teilnimmt. Den wollte ich mal in Aktion erleben. Und wie war dein Eindruck? Mein einzig würdiger Gegner bist du. Aber auch du bist nur ein weiterer Schritt auf meinem Weg zum Turniersieg. Dann beweist das mal gegen mich. Na, der gegen ihn haben wir ja noch nie gespielt, ne? Fort Condor haben wir gegen ihn gespielt. Ich verwechsel ja gerade schon wieder was, ne? Gegen Chatley spielen. So, jetzt sind wir wieder auf Level 4. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder ein bisschen kniffliger. So, wenn ich den Kaktor wieder am Anfang ziehe, da wäre ich natürlich super gut. So, verdammt. Meine Strategie ist ruiniert. Weiß nicht. Was? Achso, ich brauche einen. Okay, ich habe eine richtig beschissene Starthand, sehe ich gerade. Oh Mann. So. So, ich mache folgendermaßen. Ja, nochmal so. Ich weiß, du willst da oben hin, weil da die guten Punkte sind, ne? Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ich kann dich lesen. Ich bin in dein Gehirn drin. Ich bin in dein Gehirn drin. Verdammt. Ich möchte. Ja. Aber dann habe ich auch weniger Punkte hier. Aber mit den ganzen Boosts hier schaffe ich das. Mit den ganzen Boosts hier schaffe ich das nicht. So, gehen wir so rein. So. Kaktor, den musst du oben links hinpacken. Da oben bringt er nichts. Glaub mir, ich weiß noch mal, ich rede. Oh nein. Verdammt. Ich hab verloren. Nein. Das kriege ich. Ich habe verloren, glaube ich. Du Sack. Oh mein Gott, gib mir doch mal eine Karte. Ja, da habe ich verloren. Also, nee. Ja, wir müssen mir schon ein paar Karten. Ich kriege ja nur die ganze Zeit zwei Punkte Karten. Die kann ich gar nicht platzieren. Ja. Ich konnte da gar nichts mehr machen. So, machen wir es so. Ich sollte mal diese geboosteten Karten als erstes platzieren, ne? Wäre eigentlich eine Idee. So, du gehst genau die andere Richtung. Nicht schlecht. Warte mal, du bekommst die Anzahl der anderen verstärkte. Okay, andere verstärkte Karten. Das heißt, ich möchte am liebsten. Okay. Du platzierst deine Leute gerade etwas blöde. So, jetzt hat er mir natürlich eine Falle gestellt. Jetzt kann ich hier nichts da oben hin packen. Und dann kommt er und platziert wieder irgendwas anderes hin, ne? Ich kann nichts hier hin platzieren, weil sonst kommt er, nimmt mir die Dinger wieder weg. Ich kann eigentlich nur ihn hier platzieren. Wo will ich hin? Da oder da? Gehen wir hier hin. Der Sieg ist mir sicher. Daten analysiert. Siegeschance 100%. Obwohl ich merke, das ist auch nicht so gut. ich glaube, der tut mich ja gerade ein. Der tut mich ja voll einsperren gerade. So, aber ich kann mal Midgar Solom dahin platzieren. Ne? So. Du nimmst mir die ganzen Felder weg, aber. Oh, du. Beginn der Partie. Sehr gut. So kann's weitergehen. Oh mein Gott. Ja, da bringt mir ja nichts. Der nimmt mir die jetzt alle wieder weg. Dann tue ich einen dicken Oschi platzieren.
den er mir gleich wegnimmt, sehe ich gerade. Kommt sofort mit dem weg. Oh, guck mal hier. Ja, wird das reichen? Ich weiß es nicht. Ich tue all meine Charaktere gerade ja verstärken. Machen wir. So, wer hat reicht nicht? Der 227. Darum kriegt er. Wie viele Punkte? Oh mein Gott. Oh, wer? Ich glaube, wir verlieren hier wieder. Alter, wie viele Punkte kriegst du? Wenn er jetzt nur einen Punkt da platziert, dann habe ich verloren. Und er wird einen Punkt da platzieren, ne? Oh mein Gott. Ja, ich habe verloren. Ah, Chadley, ich wusste genau, was da passiert, dass er wieder voll nervig wird hier zu spielen. Boah, ich wusste genau, dass der hier wieder voll nervig wird, ey. So, ich habe meinen Kaktor ausgezeichnet. So. Ich platziere meinen Kaktor hier hin. So. Sie hat mich ja voll eingefangen vorhin, ey. Ich konnte nichts platzieren. So, das ist gut. Ich möchte. Möchte ich das hier? Ja. Platziere was in der Mitte. Ich warne dich. Platziere was in der Mitte. Ja, ich habe dich gewarnt. Ich habe dich gewarnt. Ich habe dich gewarnt. Ich platziere meinen. Ich platziere meinen. Kann ich da hier irgendwann? Nein. Ich platziere meinen. Meine Krabbe dahin. Ja, den Midgar Solom, den kann ich da platzieren. So, diesmal habe ich dich. So, du gehst jetzt da oben hin, nimmst mir den weg, ne? Aber so eine Sekunde, wenn ich den ja mache, wo ist er hier? Ne, ich kann ihn gar nicht platzieren. Ich muss ihn so platzieren. Ich kann ja zwar da oben einen platzieren, aber nicht mehr da unten. Oh, oh. Nee, warte mal, der bringt nichts. Beginn der Partie. So. Jetzt muss ich irgendwie noch hier hinkommen. Ne? So, ich platziere mal mein Mitgesulum dahin. Ne? Der Sieg ist mir sicher. So, die 8 da oben habe ich. In der Mitte meine ich. Da unten habe ich noch genug Punkte. Sieht gut für mich aus. Ja, verstärkt ihr euch. Du hast keinen Platz mehr, die zu platzieren, Kollege. So, ich brauche irgendwas. Oh nein, ich kann da gar nicht. Doch, warte, hier kann ich. Warte. Kann ich irgendwas kaputt machen? Ja, aber bringt mir das. So, boah, ich brauche was, das hier auf der linken Seite ist, ey. Ich möchte. Boah. Hier will ich was platzieren, aber ich habe keinen, den ich nach hinten platzieren kann. Ich will aber nicht mein Zweier da verschwenden. Da muss ich aber, ne? Okay, den einer, den er da oben platziert, wird mir ja nicht die 6 Punkte da wegnehmen, ne? Du kannst noch 2. Okay, Gott sei Dank. Oh Gott, ich könnte hier beinahe schon wieder nichts platzieren. Ich kann ja nichts platzieren. Dann mach meinen Chocobo da weg. Ja, den Kaktor meine ich. Wie ist so etwas möglich? Jetzt konnte der was Besseres da platzieren. Das gibt's nicht. Das könnte funktionieren. So, aber ich gewinne. Boom. Ich habe auch einen Chocobo. Was sagst du dazu? Meiner ist viel knallharter. Oh mein Gott, ey. Ah. 9 Punkte. Oh mein Gott, ich wusste genau, dass der wieder voll anstrengend wird. Ich bekomme nicht eine geile Karte, wenn ich das ganze Turnier hier gewinne. So, ein Spiel, ne?
So, wer ist mein letzter Gegner? Dieser eine hier. Hast du auf ganzer Linie überzeugt, Cloud. Ich drück dir die Daumen für den Turniersieg. Verehrte Damen und Herren, Cloud hat es tatsächlich geschafft. Können Sie mir bitte folgen? Und steht nun im bitte Finale. Hier dort wird er auf seine bislang stärkste Gegnerin treffen. Ja. Er ist Gina von ihrem Thron zu stoßen? Oder wird die Regentschaft der Kartenkönigin fort? Bühne frei für den Showdown! Schon da oben. Ich sehe dich, ich sehe dich. Ich würde sagen, während ich hier gerade von den ganzen Leuten hier bewundert werde, würde ich den Part beenden und das Finale tun wir uns dann. Oh, die Musik. Tun wir uns dann im nächsten Part hier machen, ne? Außerdem weiß ich nicht, ob man irgendwie verlieren oder gewinnen kann, also da würde ich gerne noch vorher speichern, ne? Wäre vielleicht eine gute Idee. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wenn ja, dann hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao!